So, wir sind jetzt gerade am Seminar Neuer Mensch und ist jetzt ein ganz geiler Teil jetzt gerade, weil ich beweise jetzt gerade da drinnen, dass du alles in deinem Leben kreierst, dass die ganzen Schmerzen, die du hast, nichts anderes sind als das, was du wollen hast, weil es gibt im Leben einen ganz wichtigen Faktor und der ist, ich will nicht verletzt werden. Also werden wir alle möglichen Dinge im Leben kreieren, dass wir nicht verletzt werden. Und das können wir abfragen, das können wir anschauen. Und wir haben jetzt viele Tage gearbeitet dran, zu schauen, welche Strategien haben wir alles, was machen wir alles. Und diese Strategien teilen wir jetzt ein und sagen, schau mal, zum Beispiel dieser Rückzug, ja, aus der Liebe. Ich will keine Liebe, ich will nicht zu viel aufmachen, ich möchte eher cool sein. Das schauen wir uns jetzt gerade an. Was bewirkt das? Wir wollen das. Wir wollen nicht zu nahe kommen. Wir wollen nicht zu viel fühlen. Weil wenn wir zu viel fühlen, dann können wir verletzt werden. Also werden wir wählen, Lieblosigkeit oder Abstand. Und das machen wir selber. Das machen wir aus dem Grund, dass wir nicht verletzt werden. Deshalb machen wir das. Und das schauen wir uns jetzt gerade an und das greift natürlich sehr, sehr, sehr tief. Und damit treten wir auch den Beweis an, ja, dass du alles in deinem Leben erschaffst. Alles. Und dass nicht irgendwas von außen passiert, sondern dass du das machst. Und das haben wir jetzt gerade dran. Und das ist für die Teilnehmer natürlich sehr, ja, die sagen, wow, was, wirklich, ist das so wirklich? Ja, dann könnte ich ja auch mich dafür entscheiden, die Liebe zuzulassen. Ja? Aber da musst du dann entscheiden, dass du verletzt wirst. Und das tun wir nicht. Das Übliche ist, dass wir alles, was uns verletzen könnte, ausklammern. Und deshalb ist das ein großer Prozess jetzt, in dem wir da drinnen sind, wo du dann ins Bewusstsein bekommst, das macht irgendwie alles keinen Sinn. Weil ohne Liebe ist auch nicht lustig. Und dann ist halt die Frage, willst du weiter so leben oder willst du das spüren? Willst du am Lebensende das Gefühl haben, ich habe gelebt? Und das schauen wir uns an jetzt und das ist sehr, sehr spannend. Gut.